Herzlich willkommen. Heute zeige ich dir 10 professionelle Features, die sich in der kostenlosen Variante des Video-Editors CapCut wiederfinden. CapCut gibt es einmal mobil und für Desktop. Wir schauen uns heute die Desktop-Variante an, weil dort einige Funktionen vorhanden sind, die du in der mobilen nicht hast. Mich hat es wirklich überrascht, was alles in diesem kleinen Video-Editor steckt. Aber seht selbst. In CapCut ist es möglich, einfach 10-Bit-Log-Footage zu graden, wie hier von der A7 S3, weil du ganz einfach Conversion-LUTs mit einbinden kannst. Außerdem finden sich hier gängige Color-Grading-Tools. Du kannst die Saturation anpassen, du kannst den Weißabgleich machen mit Temperatur und Tint. Darüber hinaus kannst du die Helligkeit anpassen, Highlights, Kontrast und so weiter und eine Vignette kannst du sogar einfügen. Außerdem kannst du über HSL einzelne Farben ansteuern und die Sättigung sowie Tonfarbe verändern, wie hier im Bild zum Beispiel mit meinem Pullover. Wenn du gerne mit Kurven arbeitest, dann hat CapCut auch was für dich. Einmal Luma, Red, Green oder Blue. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Einer der wirklich interessantesten Features sind für mich die automatischen Untertitel. Die kann man ganz einfach unter Text erstellen und auch auf Deutsch. Und ja, man kann sie danach einfach total easy anpassen mit allen möglichen Schriftarten, Styles und ja, seht selbst, ihr könnt ziemlich viel verändern. Die Länge der einzelnen Untertitelschnipsel könnt ihr dann auch verändern und CapCut schiebt das dann automatisch in einzelne Schnipsel. Am interessantesten für mich sind dabei die Vorlagen. Dort kann man Karaoke-Style einstellen. Das bedeutet, dass jedes Wort gehighlightet wird und man kann sogar die Farbe anpassen, was mega gut ist für den Zuschauer, um ja, dem Inhalt besser zu folgen. Ein weiteres Feature, was in CapCut einfach so einfach anzuwenden ist, ist das Text-Tracking. Dazu erstellt man einfach einen Text, legt den über seinen Clip und ja, stylize den so ein bisschen. Und dann ist es möglich, oben unter Vorlagen Bewegungsverfolgung anzuwählen und dann ja, zwei Häkchen wegmachen und dann halt einfach nur auf dein Gesicht ausrichten, was getrackt werden soll. Genau, und dann macht CapCut halt seine Magic und schon haben wir innerhalb kürzester Zeit ein richtig gutes Face-Tracking. Als nächstes kommen wir zum Klonen-Feature. Dafür duplizierst du deinen Clip, gehst dann auf Hintergrund entfernen und automatisch entfernen. Nun hat dich CapCut automatisch ausgeschnitten und du kannst dich nach links oder rechts verschieben und dann das nochmal duplizieren und nochmal nach rechts oder links verschieben und dann hast du dich dreimal nebeneinander. Dann kannst du noch einen Hintergrund wählen, also wie so weiß Hintergrund. Dann beim zweiten Klon kannst du einen anderen Hintergrund wählen und kannst sogar die Farbe ändern. Und mit nur ein paar Klicks haben wir jetzt ein richtig gutes Ergebnis bekommen. Das nächste Feature ja, geht eigentlich nur auf Englisch ziemlich gut, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil es einfach ziemlich beeindruckend ist. Und zwar geht es um die Text-to-Speech-Funktion. Dafür habe ich einfach ein Textfeld mit englischem Text erstellt und gehe auf Sprachausgabe und kann mir jetzt eine Stimme aussuchen. Diese kann ich dann ja, unten in die Timeline bringen und er stellt mir eine Wave und das ist das Ergebnis. This was a wonderful day in Austria. With fresh snow and a lot of sun. The locals call it Kaiserwetter. Ich fand es echt beeindruckend, wie gut es gesprochen war. Vor allen Dingen, es klang halt überhaupt nicht nach AI-Roboter oder sowas. Also es klang wirklich legit und gut. Was mich auch sehr beeindruckt hat, sind die Effekte in CapCut. Also es sind sozusagen Filter, die über dein Video gelegt werden, wie ihr gerade seht. Und es gibt einmal Videoeffekte und Körpereffekte. Und dort gibt es so eine große Auswahl von verrückten Effekten, mit denen ihr euren Videos schon ja, echt coolen Touch geben könnt. Und ja, das einfach auch mal ein bisschen übertreiben könnt. Ich finde es einfach beeindruckend, so eine Auswahl an Effekten in einer kostenlosen Video-Editing-Software zu haben. Kommen wir nun zu einer sehr, sehr beeindruckenden AI-Funktion, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde, aber ich trotzdem ziemlich krass finde. Und zwar ist es bei CapCut echt möglich, unter Retuschieren, ja, ziemlich easy, dir ein glattes Gesicht zu zaubern oder halt dein Gesicht wirklich zu verändern. Also deine Gesichtspartien können verändert werden und das ist nicht irgendwie sowas, was total scheiße aussieht. Das sieht dann halt echt verdammt realistisch aus, wie ihr gerade im Video sehen werdet. Und ja, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und du kannst natürlich auch den ganzen Körper verändern und dir auch Make-up ins Gesicht zaubern. Ein weiteres Feature, was du auch fast nur in der Pro-Edit-Software findest, ist Motion Blur. Und das haut CapCut hier auch einfach mal in der kostenlosen Variante raus. Ist natürlich nicht perfekt, aber schon ziemlich cool. Das nächste Feature hat mich vor allen Dingen beeindruckt, weil es so einfach anzuwenden ist. Einfach rechts unten auf den Lautsprecher, dann wählst du dein Mikrofon aus
Und ja, kannst noch einstellen, dass dein Projekt stumm geschalten wird. Und dann kommt so ein schönes 1, 2, 3 und es geht los. CapCut nimmt dann eine Wave auf und ja, legt sie unter deinen Clip und du kannst es sofort verwenden. Und wenn es Mist ist, kannst du auch gleich wieder löschen. Aber hört selbst. Skifahren oder Snowboarden bedeutet für mich halt einfach ein großes Freiheitsgefühl. Einfach diese Piste runter sausen. Ja, ohne Limits. Bei dieser Aufzählung dürfen natürlich auch Übergänge nicht fehlen und davon hat CapCut echt eine Menge. Da könnt ihr wirklich wählen aus wirklich so verschiedenen Sachen, die einfach blurren oder von rechts nach links, pan, glitch oder irgendwelche Grafiken, die eingefügt werden. Echt sehr cool. Und wenn euch euer Color Grading nicht gefällt, könnt ihr am Ende noch aus richtig vielen Filtern wählen. Viel Spaß! In der Videobeschreibung findet ihr einen Download-Link für die Desktop-Variante. Im nächsten Video schaue ich mir die Pro-Version von CapCut an und vergleiche diese mit DaVinci Resolve. Also, wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!